Abraham did nothing like this. You were doing what your father did. You are the children of your father, the devil! And you want to follow your father's desires! Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to listen to my message. God himself is the only father we have, and we are his true children. If God really were your father, you would love me, because I came from God, and now I am here. Our father Abraham died. You do not claim to be greater than Abraham, do you? And the prophets also died. Who do you think you are? If I were to honor myself, that honor would be worth nothing. The one who honors me is my father, the very one you say is your God. You have never known him, but I know. If I were to say that I do not know him, I would be a liar like you, but I do know him, and I obey his word. You're not even 50 years old, and you have seen Abraham. I am telling you the truth. Before Abraham was born, I am. Then they picked up stones to throw at him. Der Produzent der Show, dieser Chuck Lorre, Chaim Levine, er bedauert: The networks don't do enough talk about human sexuality. Er bedauert, dass die menschliche Sexualität zu wenig Thema ist im Fernsehen. Ich sehe nichts anderes im Fernsehen. Aber ich weiß auch, wer all das produziert. Okay, und das hier ist einer von diesen Leuten. Ich erwähne das deshalb, damit du die Dinge richtig betrachtest. Das hier ist der Produzent. Diese zwei hier, ja, Lee Aronson und Chuck Lorre, das wird hier Chaim Levine,
Die zwei hier sind Ideengeber und Produzenten von Two and a Half Men. Und die gehören zusammen hier bei The Tannenbaum Company. Du siehst hier im Logo, mal wieder exemplarisch hier. Okay, wir haben die zwei Sphären, die zwei Räume. Es geht hier um ihre Glaubensvorstellung. Okay, das ist das Konzept, diese acht. Die zwei Räume, der Himmel und die Erde, respektive Bina und Malkut, respektive 3 und 10. Dann die Grafik, hier die zwei Hände. Wir kennen diesen Griff, dieses Bild der zwei Hände, die sich reichen. Das ist ein Freimaurersymbol. Und wir sehen in der Ordnung des Bildes, das ist das M. Und weiter haben wir, wie gesagt, die zwei Räume und das Verbindung, hier durch die Gestaltung. Hier sehen wir die Pyramide mit der Position, wo sich auch das Auge befindet. Hier wäre das Portal. Es geht immer um diese Verbindung. Und das wird auch hier wieder dargestellt. Okay, ich habe das hier so übertragen. Also das steckt einfach in diesem Logo. Und du siehst hier wieder, das gehört zum Spiel, zum Club, zum System. Und nun hierzu, Ideengeber und Produzent. Es geht um die Inspiration. Ich habe das ja auch schon öfters erwähnt. Erstmal Two and a Half Men. Was ist das? Wie kommt man auf diese Ordnung, auf diese Anordnung, auf diese Idee? Okay, das ist schlicht und einfach die 101. Das ist er hier. Und hier er. Okay, weißt du, was ich meine? Two and a Half Men. Ja, das ist die 101-Ordnung. Als grundsätzliche Ordnung in dieser Serie. Über zwei schwule Männer, die zusammen wohnen. Getarnt. Mit Liebschaften. Diese Typen, das ist die Inspiration. Und du siehst den Namen. Er hier heißt. Moment. Er hier heißt Harper. Das ist der Familienname. Harper. The Harp ist die Harfe. Und die Harfe ist ein Symbol für Bina. Ich habe das jetzt nicht rausgesucht, aber ich habe es in älteren Videos schon gezeigt. The Harp gleich Bina. Und Bina ist gleich der Himmel. Das, was sie so nennen in diesem Konzept. Der Himmel zu dieser Erde. Okay, der Creator zur Creation. Bina zu Malkut. The Harp. Das ist gleich Bina. Und das ist auch der Grund, warum Engel Harfe spielen. Okay, wer kommt auf sowas? Das findest du ja nicht. Jesus spricht nicht von irgendwelchen Engel, die Harfe spielen. Also woher kommt dieses Zeug? Oder diese Gottesmuttergeschichte? Auch davon spricht er nicht. Woher kommt all dieses Zeug? Okay, und das ist dieser kabbalistische Einfluss. Kabbalistisch in dem Sinn, es geht hier um die Lehre Babylons. Das kommt ja aus Babylon. Dann er hier, der feminine, whatever. Sein Name ist Ellen. Geschrieben Ellen Harper. Und man spricht es aus wie Ellen Harper, okay? Also das ist diese Mann-Frau-Geschichte, dieses Crossover. Und LN, das ist L, okay? L und Harper. Harp. Saturn, Bina. Er hier im Zentrum, er heißt Jake. Wer ist Jake? Jake ist Jakob. Wer ist Jakob? Jakob ist Israel. Und wer ist Israel? Israel ist Saturn. Okay, wir haben Saturn im Zentrum. Der Harpos. Der von Boas und die other Boas. Das sind Brüder hier. Ja, natürlich.
Okay, das ist die Inspiration. Und okay, und dann er hier. Er ist Charlie Harper. Charlie Harper. Okay, das ist C. C ist gleich 3. Wieder H. Bina. Und dann ist die Sache mit Charlie. Just wie Charlie. Okay, da ist irgendetwas. Ich habe das noch nicht. Ich habe schon einiges dazu gesehen. Aber habe mich noch nicht wirklich überzeugt. Oder ich habe es noch nicht gesehen, das entsprechende. Was repräsentiert Charlie? Angela hat da diesen Link kommentiert, aber ich habe da auch nicht wirklich etwas gefunden zu Charlie. Ich habe eine Lustzipfelmütze gefunden, aber kein Charlie. Der Kleine hier, Saturn, Jake, er steht auf einem Cube. Im Zentrum. Und der Himmel, hier der Übergang, alles hier ist lila. Also da haben wir wieder das geöffnete Gate, the Purple Rain. Dann die Farben, wir haben schwarz und weiß, die Dualität. Und dazu dieses rote Band hier. Saturn trägt ein rotes Band. Und dann gibt es da noch diesen traurigen Charakter hier, Bertha. Die dicke Bertha. Hahaha. Das war hier ein Geschütz. Ich glaube, ein Geschütz auf Schienen sogar. So ein. Ja, ein Riesending. Das ist sie hier. Sie hat die roten Haare. Sie ist die Big Mama. Okay, sie repräsentiert auch Saturn. Du siehst hier auf ihrem USA T-Shirt The Hawk. Der Falke. Das Einauge. Okay, Horus. Hier das Logo von CBS, das Einauge. Hier hinten hast du das. Der Horus ist auch Saturn, respektive Binar. In diesem Zusammenhang. Schau, der Horus ist im Prinzip der Höhepunkt zwischen Osiris und Isis. Okay, das Produkt ist Horus. Horus ist der höchste Stand, die höchste Sonne, der höchste Punkt, der Peak, der Pharao, der Papst, das Höchste, okay? Und das ist auch Binar. Es geht immer um ein System. Es sind ja Bilder, um ein System zu erklären, respektive Verhältnisse innerhalb dieses Systems darzustellen. In personifizierter Form, in bildhafter Form. Und sie hier repräsentiert auch, ja, hat die gleiche Geschichte. Auch sie repräsentiert, sie hat die roten Haare. Sie hat hier die Ohrringe, okay, du hast die 8 wieder. Und hier, nun, ja, in diesem Shot hier, mit dem X und mit dem einen Auge. Und hier trägt sie ein T-Shirt mit Bulldog. Okay, Dog, Bulldog. The Bull ist L, Saturn. The Dog repräsentiert auch den Satan, wenn man so will, den falschen Gott. Und dazu sehen wir die Buchstaben XL. Ja, X, Saturn, L, Bull. Ja, hier. Ja. Und dann, oh, das ist, Moment, muss das hier weg. Die dicke Bertha hier muss weg. Das hier ist fantastisch. Sie liest, hier ein Magazin. In, was ist das? Keine Ahnung, Inside vermutlich. Looks that fit your body. Frauen lesen sowas. Und jetzt schau hier. Diese Sache beweist sie wieder mal selbst. Moment. Maybelline. Das ist eine Kosmetik.
irgendwas. Maybelline. Okay, wir haben Belle. Maybelline. Belle ist Saturn. Und sieh hier das Logo. Okay, kommt das irgendwie bekannt vor? Dream Moves. It's not a moose. They didn't kill a moose, honey. They killed a moose. You weren't right here. Honey, it's not a moose. That's just the name of the ice cream. You're right here. I know. Oh my god. Das Wesentliche hier ist das hier. Belle gleich Saturn. Und genau das sehen wir in diesem Bild. Und was jetzt dazu kommt, darüber ist diese Lady, eine Frau, respektive feminin und black. Was ist das? Bina, die Sphäre Saturns. Okay, ist das nicht fantastisch? Hier, das ist Kunst. Und die bauen das hier ein. Okay, es ist ja nicht in einem Magazin, das einfach rumliegt, sondern das ist ja, wie nennt man das, im Theater. Requisiten. Und hier, ja, dazu gehört natürlich auch die Kulisse, okay, was denkst du, was das ist? Oder was, warum sie hier eine Bierflasche trägt? Was soll das? Okay, wir haben den Mann als Frau in Form von diesem Alan Harper. Und sie hier ist eigentlich der Mann in Form einer Frau. Sie agiert nicht weiblich. Sie agiert maskulin. I'm a bad pussycat. Okay, und hier geht es wieder um die Energie des Portals, das mit Saturn assoziiert wird. XL ist ja das Bulldog-T-Shirt. Es geht um Reflexion. Bina reflektiert sich in Malkuth. I'm a bad pussycat. Und schau hier, die Verkleidung. Hier, das ist aus der neuen Staffel da mit diesem Typen. Schau hier. Sie haben ja nicht nur die Ohren angelegt von der Katze. Nein, schau. Ich meine, this is it. Okay, wie hier. Bei Belle. Okay, sie hat einen. Warum hat sie einen Ring um den Hals und trägt dazu diesen Stab? Okay, du siehst, was das ist. Es ist das gleiche wie hier. Und die Pussycat, diese Energie, die feminin assoziiert wird, steht in direktem Bezug zu Bina. Was wir hier finden, die schwarze Lady. Das ist Inside. Okay, das ist die Inspiration. Daher haben sie ihre Ideen, um solche Dinge hier zu arrangieren. Das sind die Elemente. Okay, ja. Bis hier mal. Bis bald. Ciao.